Hallo, in diesem Video wollen wir euch nun zeigen, wie ihr bei einer bereits erstellten Besprechung die Option Anpassen oder Verändern könnt. Dazu wählt ihr die entsprechende Besprechung in eurem Kalender in der App Teams aus. Die Besprechung findet ihr links im Kalender und wählt die Besprechung dann an. Hier könnt ihr nun ganz unten über das Einstellungsrädchen die Besprechungsoption anwählen. Wichtig ist, dass ihr Wer kann den Wartebereich umgehen, dass ihr hier anwählt, nur ihr. Damit müssen die Schülerinnen und Schüler warten, bis ihr die Besprechung geöffnet habt und ihr lasst die Schüler dann einzeln in die Besprechung eintreten. So kann für die Schülerinnen und Schüler keine Besprechung stattfinden, ohne dass ihr anwesend seid, wenn ihr die Besprechung erstellt habt. Das heißt, der nächste Punkt, Anrufer den Wartebereich immer umgehen lassen, muss ausgestellt sein. Das heißt, dieser Button ist ausgegraut. Die Einstellung Ankündigen, wenn Anrufer beitreten oder verlassen, könnt ihr eingeschaltet lassen. So werdet ihr informiert, wenn ein weiterer Teilnehmer die Besprechung betritt. Wer kann präsentieren? Hier ist es wichtig, dass ihr einstellt, dass nur ihr erstmal präsentieren könnt. Ihr könnt dann innerhalb der Besprechung diese Zugangsrechte auf die Schüler wieder verteilen, wenn zum Beispiel ein Schüler eine Präsentation halten soll. Unter dem Punkt Teilnehmern das Aufheben der Stummschaltung gestatten, diese Option lasst ihr angeschaltet, sodass hier der lilane Button stehen bleiben kann. Das ist wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler, wenn sie etwas sagen möchten, ihr Mikro einstellen können. Dann wählt ihr den Button Speichern und nun werden eure Besprechungsoptionen für diese Besprechung gespeichert. Unter den Besprechungsoptionen seht ihr noch den Button Ereignis absagen. Findet die Besprechung aus bestimmten Gründen nicht statt, könnt ihr auf Ereignis absagen klicken und die gesamte Besprechung damit absagen. Alle Teilnehmer werden über eine weitere E-Mail informiert, dass diese Besprechung abgesagt ist. Habt ihr euch beispielsweise bei der Uhrzeit oder dem Datum der Besprechung vertan, könnt ihr den Button Bearbeiten neben Teilnehmen anklicken. Hier könnt ihr noch einmal die verschiedenen Teilnehmer einladen, sofern ihr vielleicht einen Teilnehmer vergessen habt, oder entsprechend das Datum und die Uhrzeit der Besprechung ändern. Auch über diese Änderung werden die Teilnehmer mit einer weiteren E-Mail informiert.